So, Freunde, weiter geht's. Wir spielen jetzt weiter Moons of Madness. Da ich ja mittlerweile verstanden habe, wie ich mich mit den Systemen verbinden kann, sollte das jetzt kein Problem sein. So, genau. Hier hatten wir vorhin abgespeichert. Und hier geht es jetzt weiter. Declan, the greenhouse is definitely in a sorry state. This has got to be fixed before the Cyrano lands. Well, the major issue is the water reclaimer. I'm reading it as offline. Work your magic. Oh, haben sogar Wasserpflanzen. Den Wasseraufbereiter erreichen. Okay. Gucken wir mal, wo der sein könnte. Ist ja verschlossen. Ich gar nicht erst probieren müssen. Da ist auch zu. Ah, da kommen wir rein. Super. So, was finden wir denn hier Schönes? Ah, hier sind die ganzen Samen. Ah, Luftfilterpflanzen und ihr Wachstum in der Marserde. Sonst noch mehr dazu? Nö, nö. Weil das brauchen, dann werden wir uns das nochmal holen. So, was haben wir denn hier Schönes? Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Oh, hier sind die ganzen Setzlinge. Auch schön. Ah, hier ist wieder inspizieren, was zu lesen. So, die Arbeit an unserem Gensplicing-Projekten hat begonnen. Meine Aufgaben hier in Invictus sind bedauerlicherweise sehr umfassend. Dies Dieses Protokoll dient der Aufzeichnung der ersten Pflanzenversuche. Daten und Notizen werden abgestimmt und in den entsprechenden Berichten erläutert. Okay. Wir benutzen erstmal einen PC und ich vermute mal, wir können wieder... So. Nee, wir können nichts freischalten. Botanikprotokoll. Ja, hier stand noch eine Zahl drin. Variante Mauralona um 300% gesteigert, okay. Ach ja, das haben wir schon inspiziert. Das können wir wieder weglegen. Tja. Können wir hier durch? Ach, da können wir da wieder raus. Okay. Ist jetzt auch grün, sehr gut. Looks like it needs a higher security level. Ina? What is it? The door to underground access is locked. I have instructed Dr. Van Buren to lock all doorways to critical projects. This is the culmination of my entire life's work. We do not want contamination. I can't fix it if I can't get to the pumps. That is an inconvenience? You are the inconvenience. Figure it out. That is your job, yes? Oh, das ist ja toll. Da lässt sie mich in Stich. Das ist mein Job. Ah, super. Ich soll es irgendwie fixen. Ah, vielleicht können wir uns hier auch mit verbinden. So, Wasseraufbereiter. Was stand da? 46 Meter. Das heißt, wir müssen hier auch wirklich rein. Tja.
Wie kommen wir da rein? Also, wir haben jetzt hier oben noch die Möglichkeit. Und da nicht irgendwas machen? Ne. Aber hier können wir ja lang. Da gehen wir jetzt die Treppe hoch oder warten wir noch? Da gehen wir mal hier lang. Ist auch nichts weiter. Okay, eine Leiter hoch. Und jetzt schauen wir mal, was da oben los ist. Aber wenn ich das alles so richtig sehe, haben die Pflanzen überdüngt und die fangen an zu mutieren. Okay, super. Hier haben wir einen Eingang gefunden. I'll need this. Hier eine Kurbel. Hammer, Schlüssel brauchen wir nicht. Ja, wenn ich jetzt hier vorbeigelaufen wäre, hätte ich es wieder liegen lassen. Das ist das, was ich meine. Dann gucke ich lieber zweimal hin, bevor ich es dann liegen lasse. Dauert zwar mal ein bisschen länger, aber manchmal sind es ja so die Kleinigkeiten, die dann hinterher entscheiden, ob man es schafft oder nicht. Ah, alles klar. Wir verbrennen wir uns. Das heißt, wir müssen das irgendwie ausstellen können. Ah, okay. Ich sehe gerade, da ist die Kurbel, die wir wahrscheinlich benötigen. Um den Wasserdampf abzustellen. Jo, sehr gut. Alles klar. Hätten wir das doch gleich so gemacht. Ich meine, eindeutiger können die Pfeile ja nicht sein. So, jetzt müssten wir eigentlich unten reinkommen, das Sicherheitssystem umgangen haben. So, bevor wir da runtergehen, gucken wir uns aber nochmal um. Wieder meine altbewährte Methode. Lieber nochmal schauen. Security level isn't high enough. Okay. Das ist dann die Tür wahrscheinlich von außen. Okay, da tritt wieder Dampf aus. Da können wir nicht lang. Aber wir können trotzdem mal gucken. I should have sent the plumber. Ja, alles klar. What a mess. I gotta keep an eye on that steam so I don't get burned. So, abstellen das Ganze. Jawohl, super. Das haben wir doch prima gemacht. Ja. Aber ich wollte ja trotzdem nochmal gucken, weil da ist ja noch ein Eingang irgendwie. Oder was ist das hier? Nee, hier ist nichts weiter. Okay, hätte ja sein können, dass wir da durch die Schleuse kommen. Oh. Dr. Volkova? What was that? Ich hoffe, das war gut, dass ich gelaufen bin wegen dem Strom. Okay. Jetzt ist nichts mehr. Alles klar. Ich dachte schon irgendwie, wir müssen noch den Strom ausstellen. Oh ne, das geht nicht. Er muss ja schon kriechen hier.
Hier können wir nichts machen, also müssen wir hier lang. Ah, hier geht's wieder nach unten. Okay, hier muss ich irgendwo den Hahn finden, dass ich es abstellen kann. Ach, von hier komme ich doch, oder? Nee, doch nicht. Hier gluckert schon so komisch gefährlich. Komm ich denn? Ich habe mich jetzt hier dran vorbeigeschlichen. Da müsste ja hier irgendwo dieser Hebel sein zum Abstellen. Da bist du gesagt, die Kurbel muss. What is that? Oha. Ich muss sagen, er sieht die Viecher und betrachtet das aber alles noch sehr nüchtern. Irgendwo muss das so eine beschissene Kurbel sein, die ich installieren kann, um den Druck abzustellen. Oha. Aber ich... Wenn ich das richtig sehe, ist da hinten die, wird da hinten die Kurbel angebaut. Ah, scheiße. Ah, Mist. Letzten Kontrollpunkt neu starten. So ein Mist. Ich habe gedacht, wir können uns da lang schleichen, aber ich war mir nicht ganz sicher. Ich glaube, die Dampfquelle war nicht richtig. So. Okay. Shit! Dr. Volkova? What was that? Ja, das war hier nur der Schock, das wussten wir jetzt hier mittlerweile. Wir klettern mal wieder hoch, alles klar. Hier gab es ja nichts, ne? Hier durften wir ja nichts machen. Nee. Kann ja auch sein, dass man sich hier irgendwo aufrichten kann, dass man dann bis zum Gitter wieder raus kann, wie hier oder so. Aber es funktioniert bis jetzt noch nicht. So. Hier war jetzt der Dampf, den ich nicht abstellen konnte, genau. Und dann bin ich hier lang gegangen. Ah, hier geht's ja auch hoch. Oder kann ich nicht lang? So, hier steht jetzt, Achtung. Und hier ist jetzt der Dampf.
Wenn ich jetzt hier weit genug dran vorbeigehe, müsste es eigentlich so sein, dass mir nichts passiert, ne? Ne, genau. Da ist auch keine Kurbel, die ich irgendwie irgendwo anbringen kann. Hier kann ich ja auch nicht durch. Ach, hier oben das. What is that? Schiff hier. Wir gehen aber mal hier lang. Genau. Ich muss halt nur gucken, dass ich von diesen komischen Gasquellen wegkomme. Und da hinten hinkomme, ohne dass mich irgendwas verletzt. So. Da ist eine Hitzequelle. Dann muss ich einfach nur links vorbei. Jetzt haben wir die auf jeden Fall abgestellt. Jetzt können wir hier wieder lang. Da hinten ging es ja auch irgendwo noch weiter oder nicht weiter. Ah, hier fangen die Pflanzen schon an zu wuchern. Ina, the entire mangrove root structure is contaminated. There is a viscous black substance like oil. Oh, it seems like it's spreading. It is not contaminated. It is changing, evolving. It's beautiful. It's beautiful. This doesn't look right. Constant interruptions. I do not have time to explain myself to you. Wenn das weiter so wächst, dann nimmt das meine ganze Station auseinander. Prima, das haben wir gemeistert. Ah ja. Hier geht's weiter. Finally. The water reclaimer. Das überschüssige Wasser entfernen, die Sprinkler ausschalten, die fehlenden Komponenten finden. Okay. Jesus, this can't be Lucas again. Who just takes this stuff apart? Now I have to find where he put three water reclaimer pieces. Genesung einsetzen. Okay. Diese Behälter müssen wir halt finden. Können wir hier noch irgendwas machen? Zugang verweigert, okay. Ah, hier haben wir die zweite Karte. Of course he leaves his ID. At least he has a higher clearance level. Well, Lucas, I'm gonna need to borrow this for a bit. Super, jetzt kommen wir hier überall rein. Wasseraufbereiter offline. Entwurfnotiz. Aufbereiter Diagnose. Normale Toleranzen. Alles klar. Wenn wir die Materialien eingesetzt haben, die wo auch immer sich befinden, hier einsetzen, können wir den Wasseraufbereiter dann mit dem Computer starten. Das ist doch schon mal sehr gut. Kommen wir nicht raus. Okay, Lucas, prima. The pieces for the water reclaimer are missing. Where are they? The reclaimer pieces are in their proper receptacles. More specifically, follow the colored pipes. Sorry, I'm needed elsewhere. Ne, kein Scan-Ergebnis. Holy shit, Ina! Dr. Volkova, where are you? Something is seriously wrong. The infection is everywhere. What infection?
It's evolution. Adaptation. Perfection. My children, they grow so quickly. Wrapped in creeping rootstocks. Alter, was hat sie denn? Die hat doch einen Schuss, oder? Do not fight it. Allow it to blossom. Für sie ist das hier eine ganz normale Evolution, die hier stattfindet. Ich weiß ja nicht. Das ist hier schon ganz schön creepy. Ich überlege, ich müsste auf dieser Raumstation leben. Jetzt müssen wir mal ganz genau gucken, dass wir auch alles einsammeln und nichts übersehen. Geht's wieder runter. Können wir auch gleich mal gucken. Sie haben sogar fleischfressende Pflanzen hier. Ist ja gar nicht so nice. Wir gucken uns aber unten die Luke nochmal an. Vielleicht liegt ja hier auch noch irgendwas verborgen. Die Frage, ob wir das überhaupt brauchen. Aber wir haben jetzt die zweite Karte. Naja, aber haben ist ja besser als brauchen. Ja. Aber finde ich denn hier überhaupt irgendwas? Das hätte ich mir sparen können, hier ist nichts. Naja. Jeder Gang macht schlank. Also es lebt, es bewegt sich. Es ist irgendwie eklig. Wie wir gesehen haben, sind das ja nicht nur Pflanzen, sondern ist auch so eine Art Oktopus oder so. So, bevor wir da reingehen, gucken wir hier nochmal, ob hier irgendwas in der Ecke rumliegt. Ne, hier scheint nichts zu sein. Okay, dann können wir auch in die Tür ran. Ey, wie geil das aussieht, ne? Die haben die ganzen Setzlinge in so eine Art Rohre, so eine Art Ersatzerde quasi eingesetzt. Ist ja auch nicht schlecht. Hier können wir nichts machen. Hier ist auch nichts. Ja, die warten aber mit Sachen, die wir einsammeln können. Was wir die stellen müssen. Was war das?
was haben wir denn hier? Biometrischer Bildschirm herangezoomt. Okay, drehen, AD lassen. Ich weiß leider noch nicht, was das genau bedeutet. Aber wir stellen es mal auf 300. Geht gar nicht so ganz genau. Ich kann es ja mal um 0 stellen. Gucken, was dann passiert. Wenn es überhaupt geht. Ja. Nee, keine Ahnung, was der machen muss. Vielleicht kommt das noch später. Dann gehen wir erstmal. Ja, ging es noch ganz nach oben, glaube ich. Ja, genau hier lang. Jesus! Hey! Ja, aber wir lassen uns davon noch nicht ablenken, sondern gucken hier nochmal, ob wir hier was einsammeln können. Überleg mal, bei dem Pflanzen so eine kleine Hake hier. Das ja. Nee. Hier geht's auch nochmal hoch. Ganz nach oben. Aber wir gehen nochmal in die Tür rein, weil. Wer weiß, was da passiert ist. Sollte man eigentlich im realen Leben, würde ich sagen, nicht machen. Dass wenn irgendwo eine Tür zugeht und man weiß, da könnte wir Gefahr lauern, würde man natürlich nicht hinterherlaufen, aber in diesem Game hier. Okay, das ist ja alles zugewuchert. Gibt es auch wieder nichts zum Einsammeln. Geht's eher wieder runter? Okay, schöne, unheimliche Geräusche. Verstecken können wir uns noch nicht. Also, ist ja meistens in diesen Schleichspielen so. Keine Energie. Hier können wir auch nichts einsammeln. Dann gehen wir weiter runter. Wir sind ja mutig. Something is loose. Something? What? Something? I don't know yet. Okay, I'll contact Wilcox at the landing site. She'll get Lucas to talk. He should know what Volkov's been doing in there. Just hang tight and get that reclaimer online. I found one of the components. Oh, great. Now just find the other two alles so we can super. Clean up this mess. Ne, da können wir nichts machen. Können wir die hier einsammeln? Ne, auch nicht. Tja, da weiß man natürlich auch nicht. Okay, da waren wir schon. Dann gehen wir nochmal zurück und gehen ganz nach oben. Da waren wir noch nicht. Ja, ist immer schwer, wenn so ein Spiel die Orientierung zu behalten. Und wenn ich auch wirklich nicht weiß, wo man genau hin muss. Aber das soll uns nicht abschrecken. No, wir gehen weiter nach oben. Da geht's nicht lang, da kann auch nichts liegen. Ist auch nichts. Auf jeden Fall riesig hier. Und gerade ziemlich hoch, finde ich. So. Fehlende Sprinkler ausschalten 2. Also gibt es noch einen Sprinkler mehr.
Genau, dann. Ob wir da lang gehen oder da, dann müsste jetzt die Verbindung auf jeden Fall hier zu der anderen Seite sein. Genau, die hier. Hier ist der andere Sprinkler. Ja. Müssen wir noch, Jesus. Zwei von drei finden auf jeden Fall. So, das ist ja hier. Von da sind wir ja hochgekommen, ne? Ja. So, wir gehen jetzt hier noch einmal rum. Vielleicht haben wir irgendwo was übersehen. Das haben wir erledigt. Hier geht's auch runter. Ne, von da kommen wir sogar. So, gehen wir mal in die Mitte. Gehen wir mal hier runter. Wobei, das kann sein, dass das alles gleich aussieht. Oder? No. Hier sind nur Samen. Aber hier ist auch wieder nichts zum Einsammeln. Aber wir können ja hier nochmal in der Ecke gucken. Das ist auch nichts. Hier ist eine Leiter, da waren wir noch nicht. Oder? Ich glaube, die haben wir noch nicht genommen. Ah, super. Na, hier haben wir das nächste. Zwei von drei. Jetzt fehlt uns noch das dritte. Geht's nochmal runter und hier geht's nochmal rein. Hier nochmal rein. Und wenn da nichts ist, müssen wir aus dem Raum raus und die Treppe wieder runter. Scanne Verbindung herzustellen. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was das hier soll. Ach so. So komme ich nicht rein. So. Jeez, they've really let these plants take over. Nee, geht da trotzdem nicht rauf. Vielleicht. Jo, jetzt hat's geklappt. What the hell? Alter Schwede. Jetzt wird's aber laut hier. Reicht immer noch nicht, um hier rauszukommen. Jetzt aber, ne? Jo. Okay, hier ist auch nichts. Alter, die Setzlinge sehen immer geil aus, muss ich sagen. So richtig, ja, richtig schönes Grün. Ich vermute sogar, dass wir hier unten jetzt die dritte Komponente finden, die wir brauchen. Ja, da ist sie. Super. I'll also have to turn off the sprinklers manually, or the system won't reboot. So, Komponenten des Wasseraufbereiters mit den korrekten Einstellungen einsetzen.
machen wir das doch. Jeez. Is someone there? Was geht denn hier ab? Wer läuft denn hier rum? So, kommen wir denn von hier aus da eigentlich runter oder müssen wir den ganzen Weg wieder zurück? Wir müssen den ganzen Weg zurück. Okay, naja. Gibt Schlimmeres. Wichtig ist, dass wir das erstmal alles eingesammelt haben. So. Jetzt müssen wir uns den Weg wieder freidrehen. So, und jetzt habe ich ja gesagt, wir müssen an die Treppe runter, genau diese hier. Boah, das hört sich irgendwie so an, als wenn hier irgendwas rumkrabbelt oder so. Wir können hier aber auch nichts machen. Prima. So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch zum Labor zurück. Ach, die Treppe ist eingestürzt, okay. So, das konnte man von hier aus auch drehen. Wir haben es ja von da hinten aus gedreht. Naja, egal. So, und jetzt ist die Frage, gibt es da irgendeinen Weg, wir Lack können, um das hier zu umgehen? Ich würde sogar sagen, dass wir es entweder hier rüber versuchen. Dass überhaupt der richtige Weg hier ist. Ich habe auch, glaube ich, gar keine Karte, ne? Nee. Tabulator auch nicht. Ziele, Inventar, ne. Mal schauen, war das Labor hier unten? Ah, wenn ich das Gematsche immer höre. Water Treatment. Ich glaube, das müsste hier sein. Jo, hier ist es super. Da kommt die Genesungseinheit hier rein. Aber gut, dass sie farblich gekennzeichnet haben. Da geht es ja sogar noch. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass auf so einer Raumstation wirklich später mal irgendwelche Defekte auftauchen. Das ist gar nicht so abwegig. Dass da irgendwas mal mutiert oder wächst oder so. So. Ich habe die Wasseraufbereitung im Rahmen einer aktuellen Reihe von Experimenten in anderen Bereichen des Treibhauses verlagert, da sich die Ersatzzellen noch in Produktion befinden. Bleibt der Wasseraufbereiter bis zum Abschluss meiner
Experimente offline. Die anderen halten das für unverantwortlich, aber es gibt keinen Grund zur Sorge. Sobald die Zellen wieder an ihrem Platz und korrekt konfiguriert sind, ist unsere Wasserversorgung wieder sichergestellt. Würde ich meine Pflicht nicht für Auslüge und potenzielle Interessen ordnende ärztliche Aufgaben und Ninas landwirtschaftliche Bestrebungen vernachlässigen, wäre ich hinsichtlich meiner eigentlichen Aufgabe gewiss effizienter, aber es ist wie es ist. Wir müssen eben alle Opfer bringen. So, und das ist jetzt so ein bisschen mein Problem, weil ich habe schon eine Idee. Wahrscheinlich sollte ich das Ganze einfach mal scannen. Jo, genau so. Alles klar, so. Wasser aufbereiten. Richtig drin stecken die ja, ne? Gesundheit entfernen. Entfernen. Sonst noch irgendwas machen. Ich muss sie ja irgendwie in Gang kriegen. Ich muss sie irgendwie anstellen. Am Computer ging es nicht. Umwechslung weiter, Wasser aufbereiten. Jetzt kann ich auch nichts drehen hier. So, das will irgendwie nicht hinhauen. Und hier ja nochmal rausgehen. Found the environmental control console. Great. That's the last thing you need to clean up the greenhouse. But first, you need to restore the water reclaimer and shut off the sprinkler valves. Okay, probieren wir es nochmal. Weiß nicht, ob das damit zusammenhängt oder so, aber ich sehe, da ist auch noch eine Tür, die ist irgendwie verschlossen. Nicht hin. Warum auch immer. Manchmal zeigt er mir auch ein paar Tipps. Komponenten einlegen, aber das habe ich doch gemacht. Den nur entfernen. So, wir machen mal das andere. Wir tauschen ihn mal aus. Nicht wieder reinschicken. Wer? Inventar hinzufügen. Setzen hier mal die gelbe ein. Hier die blaue. Hier die rote. Thank you.
muss irgendwas anderes sein. Nein, du sollst ihn nicht mal wegstecken. So. Inventar hinzufügen. Schade, dass wir die mal im Inventar hinzufügen müssen. Sollen die nicht gleich irgendwie nach links oder rechts gehen können und die wieder richtig einsetzen können? Nein. Mann. So. Alles klar, so. Jetzt nochmal, hier kommt die rote rein. Gelbe. Und die blaue. So, wenn ich... Ich kann nochmal scannen, aber... Was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Ich kann auch nicht nach links und rechts. Okay, dann gucken wir uns mal genau unsere Ziele an. So, das überschüssige Wasser entfernen. Komponenten haben wir gefunden. Okay, ach, wir müssen überschüssiges Wasser entfernen. Alles klar. Ja, da bin ich ja mal gespannt, wo wir das machen können. Es klemmt, okay. Ist aber gut, dann weiß ich auf jeden Fall, wenn es klemmt, dass ich da nicht lang muss. Ach, das ist die Pumpe, die das abziehen soll. Aber die scheint ja irgendein Problem zu haben. Nee. Bleibt nicht an und springt nicht an. Sagt an Komponente 26 Meter. Ach, dann könnten wir wahrscheinlich da entlang laufen. Keine Energie. Wir müssen irgendwo die Energieversorgung anstellen können. Aber wo? Ja, okay, alles klar. Könnte sein, dass wir hier durch müssen. Und dann rechts rum. Das ist doch nur das, wo ich da lang gehe. Also das gelbe Rohr, das hier. Da, ich muss irgendwie...
Oh, das macht mir jetzt aber Kopfzerbrechen, sag ich euch. Weil ich benötige ja irgendwie eine Stromversorgung. Meter, sagt sie nach links. Irgendwas blockiert ist von der anderen Seite. Okay, dann gehen wir halt hier durch. Tja. Was wollen wir da machen? Denken wir noch mal scharf nach. So, ich würde sagen, wir gucken uns aber die Wasseraufbereiter noch mal an. Weil da kann es sein, dass es da vielleicht Probleme gibt. Schauen wir noch mal. Nehmen die noch mal raus. Ah! Wir können die ja verstellen, sehe ich gerade. Aktivieren. ...120. Mehr ist ja meistens besser, ne? Ist mir letztes Mal doch gar nicht aufgefallen. 140. Dann hoffen wir, dass wir hier volle Energie geben können. Scheint nicht richtig gewesen zu sein. Oder? Wir probieren es mal. Ne, was hat er denn da? 120, 140, 100. Die Frage ist, was braucht er genau? Okay, aber das können wir ja einfach rausfinden. Testen einfach mal alle durch. Ich glaube, es ist aber auch eher unwahrscheinlich. Ja. Ich glaube, es ist auch eher unwahrscheinlich, ja, nimm es nochmal raus, dass wir den niedrigsten Wert haben müssen. Sein, also. Dass sie dann zusammen ungefähr fast 100% ergeben müssen. So. 25, 33, 35. Ach so, stehen die Zahlen überhaupt drauf? Oder ist das das, was wir wirklich haben? Ne, wir haben es auf 25 gestellt.
So, ich vermute mal, wir müssen ja auf 80 kommen. Wenn der jetzt links auf 62 ist. So, dann müsste ich den auch, um mehr Energie zu bekommen, nach unten packen. Ja, nicht so. Steck rein da. Ja, 120, 80. Seltsam. Okay, wir gucken uns nochmal im Computer die Werte an, ob da noch was steht. So, tut mir leid. Okay, was haben wir denn da? Letzte Anmeldung, 13.07. Wasseraufbereitepumpe. System getrennt, unkritischer Fehler, manuelle Reaktivierung erforderlich. Filtrierung 76,4, normale Toleranzen. Springt das System online. Wasserpumpe 1, 98,2. 97,2 Druck. Ja, toll. Was anderes steht ja auch hier nirgends, ne? Da gibt es ja irgendwelche Werte, die irgendwo stehen, die man sich richten kann. Tja, wir wissen es nicht. Überlegen wir nochmal. So, nach langem Überlegen probieren wir das nochmal. Wir stellen die mal auf 90. Die stellen wir mal auf 50. Und probieren wir es nochmal. Nö. Haben wir hier noch für Werte? Probieren wir es so mal. Okay, also der linke Wert leuchtet ja blau. Das heißt, mit 50, das ist in Ordnung. Dann müssen wir den mal nehmen. Ich vermute mal, dass wir... Ah, nein, ach, diese Steuerung. Ich vermute mal, dass wir hier einfach nur gucken müssen, was ist, wenn wir jetzt scannen, blau unten und nicht rot. Jetzt sind alle drei rot. Okay. Fünfzig lassen wir. Stellen wir die mal auf 100 hier. Jo, hat hingehauen. Super. Alright, up and running again. Reiner Zufall. Switch on the environment control console. Should be right outside the door. So, das Umweltsteuerungssystem. Jetzt müsste das ja mit der Wasserpumpe klappen, oder? Schauen wir mal. Jo. Ach du Scheiße. Declan, are you there? Declan. Aufstand der Killerpflanzen. Declan. What is that? Ach du Scheiße. Shit. Ding im Nebel. Aus dem Treibhaus entkommen, okay?
Oh, shit! Da bin ich ja mal gespannt, ob ich das hinbekomme. Come on, come on! Come on! Ah! Alter, das war's. Oder? Hier Glück haben. Alter Schwede, das ist ja ein Vieh. Das ist ja wie bei Resident Evil, ja. Irgend so eine Mutantenscheiße. Mann, Mann, Mann. Komm mal nicht lang. So, hier lang. Da scheißt man sich an die Hosen, ey. Weil ich ja weiß, wenn ich es nicht schaffe, dann habe ich verkackt. Jo. There's a horrible Alter, wir haben es geschafft. It tried to kill me. Das hätte ich aber nicht gedacht. Hammerspiel. Hammeratmosphäre. Ina, Lucas, Commander Wilcox. I've got to warn them. Kontrollpunkt erreicht. So, wir können auch keinen mehr erreichen irgendwie anscheinend. Oder ist auch alles rot? Ist auch alles rot. Also viel mehr Möglichkeiten haben wir ja schon gar nicht mehr. Wenn hier nirgends ein Weg ist, wenn es überall rot ist, wo sollen wir denn da lang? Naja. Wir schauen mal. Hier ist ja eine grüne... die Tür habe ich ganz übersehen. In der Eile weggelaufen. So, ich würde auch sagen, wir nehmen das Fahrzeug und hauen hier erstmal ab. If I can get to Declan at the satellite station, we can try to re-establish communications. Mit dem Mitgefahren, ja. Besser ist das. Ich hau auch hier lieber ab. Ja, hier bleibe ich keine Minute. Also, ich muss die Tür schließen, ja. In der Hoffnung, dass das Vieh nicht gleich kommt. Boah, das ist ja... Das war ja Action. Oh, macht die Tür auf hier. Mann, Mann, Mann. Maschine starten, sehr gut. Hauptsache, das Vieh kommt nicht hinterher. Also... Ich fand ja Resident Evil schon gruselig, ne? Also so teilweise. Aber ich fand das jetzt hier mal ein richtiger Schocker. Weil du weißt, wenn du dem Vieh nicht entkommst, bist du tot. War eine ganz einfache Sache.
So. Wollen wir mal. Aber Freunde, ich würde Folgendes sagen. Wir haben den Kontrollpunkt der weiteren erreicht. Und machen hier erstmal Schluss. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, für euren Support. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil. Im dritten. Und schauen mal, wie weit wir da kommen. Bis dahin.